Heute darf ich euch nochmal ganz stolz einen weiteren Gast auf meinem Kanal vorstellen, und zwar Nikike. Sie wird euch zeigen, wie sie mit ihrem Sensei Limiti Notenschlüssel ganz einfach einen Lockroll macht. Ihre Haare sind etwas kürzer als meine und auch der Zopfumfang ist ein bisschen kleiner. Wie ich finde, der Grund, warum der Lockroll bei ihr besser aussieht und besser funktioniert. Sie nimmt zuerst alle Haare zusammen, greift sie mit der rechten Hand und bildet dann von unten nach oben eine Schlaufe über Zeigefinger und Mittelfinger. Das ist der entscheidende Schritt, also schaut nochmal genau hin, wie sie die Schlaufe eindreht. Sie klappt sie einmal um und greift dann mit dem Daumen der rechten Hand nach den noch offenen Haaren. Je nachdem, wie lang eure Haare sind, müsst ihr die Längen jetzt ein paar Mal um die gebildete Schlaufe herumwickeln. Wickelt relativ straff und achtet darauf, die obere Schlaufe gut festzuhalten. Jetzt kommt der zweite entscheidende Schritt, das Verstauen der Spitzen. Sobald ihr keine ganze weitere Runde mehr schafft, stopft ihr die Spitzen, so wie hier gezeigt, unten rein. Ihr kennt das, ein prüfender Griff, ob auch wirklich alles sitzt, und dabei die Schlaufe flach gegen den Kopf drücken. Jetzt kommt der Haarschmuck zum Einsatz. Hier ein Notenschlüssel von Sensei Limiti, aber es geht natürlich mit jedem Stab oder jeder Forke, die ihr zur Hand habt. Zuerst in die Schlaufe einstechen, dann nach oben hin ausholen und den Stab am Kopf entlang wieder einklappen. Dann den Stab ganz durch den Dutt nach unten hindurchstecken und den äußeren Teil vom Notenschlüssel dabei seitlich vorbeiführen. Ihr seht, der Stab geht ganz einfach einmal mittig durch den Dutt hindurch und die besondere Form des Notenschlüssels gibt dem Ganzen nochmal extra Halt. So sieht also der fertige, wahnsinnig ordentliche, wunderschöne Lockroll aus. Ich denke, den könnt ihr jetzt so ganz einfach nachmachen und habt vielleicht eine neue Verwendungsmöglichkeit für ein wunderschönes Schmuckstück gefunden. Viel Spaß!